Alles klar. Früh am nächsten Morgen. Einfach gehen, ohne Tschüss zu sagen. Tschüss, Teddy. War eine schöne Zeit, wenn du dich nicht erinnern wirst. Teddy, schläft tief und fest. Teddy, tut mir leid, dass ich mich jetzt einfach wortlos rausschleiche. Es tut mir wirklich so leid, dass ich mein Versprechen nicht halten kann. Du hast so viel für mich getan. Danke. Es ist wohl auch das letzte Mal, dass ich dieses Haus sehe. Wir sind hier, weil wir dich bitten wollen, ein Haus für uns zu bauen. Was? Schrepoli, ihr beiden Praktibike. Und auch du, Morlord. Vielen Dank. Jeder hat sein Bestes gegeben. Das ist alles, was zählt. Jedenfalls ist das hier jetzt unser neues Zuhause! Mir kommt es vor, als wäre es schon ewig her, dass wir dieses Haus gebaut haben. Hier haben sich schon so viele Erinnerungen angesammelt. Danke und leb wohl. Du Haus voller Erinnerungen, das ich mit Teddy geteilt habe. Trikefalo. Guten Morgen, Doki. Um diese Uhrzeit sind wirklich noch nicht viele Pokémon wach. Und sobald wir aufbrechen, wirst du aus den Erinnerungen all deiner Freunde verschwinden, Doki. Bist du bereit? Ja. Verstehe. Nun, dann lass uns aufbrechen. Das Licht umhüllt mich. Jetzt ist das der Moment. Haben mich die anderen schon vergessen? Sogar Teddy? Aber es ist wohl nicht zu ändern. Trikefalo hat mich gerufen und ich bin seiner Bitte gefolgt. Und es ist mir gelungen, diese Welt zu retten. Ich konnte allen hier helfen. Ich konnte sie alle beschützen. Das sollte mir doch genügen, oder? Ich steige schneller auf, als ich gedacht hatte. Das Licht, das wir vom Hügel aus gesehen haben, sah so aus, als würde es sich kaum bewegen. Raststadt sieht ganz klein aus. Wir steigen jetzt schon eine ganze Weile auf und sind schon ganz, ganz schön weit oben. Aber auch wenn Raststadt von hier aus so klein aussieht, kommt es mir so vor, als könnte ich noch jedes einzelne Pokémon dort unten erkennen. Genau. Hä? Was ist los, Doki? Was? Du möchtest noch ein letztes Mal das Pokémon-Paradies sehen? Ich verstehe. Kein Problem, auf geht's. Oh, ich kann das Paradies sehen. Ah, das ist Teddy. Teddy spricht gerade mit Morlord. Es ist alles wie immer. Ein ganz normaler Tag im Paradies. Nur dass ich nicht dort bin. Teddy, schaut in meine Richtung. Unentwegt. Teddy schaut mich die ganze Zeit an. Die anderen auch. Aber sie müssten mich doch alle vergessen haben. Ach, verstehe. Sie haben die Lichtkugel bemerkt und schauen deswegen nach oben. Aber wenn sie mich so ansehen,
fühle ich mich irgendwie verbunden, selbst wenn sie mich vergessen haben. Ich bin froh, dass ich ihre Gesichter noch einmal sehen konnte. Danke, Freunde. Danke, Teddy. Bist du bereit zu gehen? Nee. Lass uns gehen. Leb wohl, Teddy. Auch wenn du mich vergisst, ich werde mich immer an dich erinnern. Bis ans Ende meiner Tage. Ich werde dich niemals vergessen. Danke, Teddy. Leb wohl. Werde glücklich. Was für ein schöner blauer Himmel. Stimmt. Als ich in diese Welt gekommen bin, war er auch so strahlend blau. Toki, sieh mal. Wunderschön. Ein Regenbogen. Der Regenbogen der Hoffnung. Der Regenbogen ist heute also wieder erschienen. Wie schön, dass ich ihn zum Schluss nochmal sehen kann. Den Regenbogen der Hoffnung. Doki, weiter kann ich dich nicht begleiten. Ich habe dir so viel zu verdanken, Doki. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals dafür danken soll. Ich bin ganz überwältigt vor lauter Dankbarkeit. Danke. Wirklich vielen, vielen Dank. Und zum Schluss habe ich noch das hier für dich. Das ist ein Frisma. Es gehört Teddy. Was? Das ist das Frisma von Teddy? Die Sache ist die, gestern Abend während der Feier ist Teddy zu mir gekommen. Er hat mir gesagt, dass falls der Tag kommt, an dem du in die Welt der Menschen zurückkehrst, ich dir das hier übergeben soll, Toki. Was mir Teddy für dich gegeben hat, ist dieses Frisma. Kein Zweifel. Das ist das Frisma, das Teddy wie ein Schatz gehütet hat. Ich werde mich nun verabschieden. Toki, vielen herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Leb wohl. Tschüss. Das Innere des Frismas ist weiß. Etwas wurde darin aufgezeichnet. Toki hat das Frisma erwärmt. Der gefrorene Teil schmilzt und Töne werden freigesetzt. Ja, Toki, kannst du mich hören? Oh, das ist die Stimme von Teddy. Toki, wenn du das jetzt hörst, dann hast du diese Welt schon wohl schon verlassen. Ich habe dir ja erzählt, dass ich lange auf der Suche war nach jemandem, mit dem ich zusammen lachen und weinen und mich manchmal auch streiten kann. Und dem ich trotz gelegentlicher Konflikte vollkommen vertrauen kann. Nach einem wahren Freund eben. Und dann endlich ist es passiert. Ich habe dich getroffen, Toki. Wir sind wahre Freunde. Du bist mein allerbester Freund. Deswegen wollte ich für immer mit dir zusammenbleiben. Aber dann habe ich nachgedacht. Du bist ein Mensch, Toki. Das heißt, es gibt bestimmt Menschen in deiner Welt, die dir sehr wichtig sind. Und diese Menschen machen sich bestimmt große Sorgen um dich. Ich möchte diese Menschen nicht traurig machen. Deswegen, auch wenn du gehen musst und wir getrennt werden, möchte ich dich mit einem Lächeln verabschieden. Auch wenn wir uns nicht mehr sehen können, werde ich immer an dich denken, Toki. Ich werde dich niemals vergessen. Ich habe es von Tricofalo gehört. Sobald das Licht dich umhüllt, werden wir alle dich vergessen. Vielleicht stimmt das, aber selbst wenn, ich werde dich niemals vergessen, Toki, auf keinen Fall. Teddy, wir haben schließlich sogar das Schicksal der Welt geändert. Was uns verbindet, das wird nicht einfach so verschwinden, niemals. Egal wie weit wir voneinander getrennt sind, wo immer du auch sein magst, wie viel Zeit auch vergehen mag, ich vergesse dich nie und nimmer, Toki. Und ich bin nicht der Einzige. Hey, Toki! Hörst du mich? Molga. Wir werden dich vergessen? Von wegen, auf keinen Fall. Na, ich vergesse dich auch bestimmt nicht. Du bist nämlich mein großes Vorbild. Dummiesel. Danke für alles, Toki. Ich werde mich immer an dich erinnern. Du hast so viel für uns getan. Und uns so viel gegeben. Wie könnten wir dich da hier vergessen? Sogar Viridium. Hör mal, Toki. Einfach so ohne ein Wort zu verschwinden, findest du das etwa in Ordnung? Aber du hast nur versucht, uns Kummer zu ersparen, nicht wahr? Das ist typisch für dich, Toki. Immer warmherzig und freundlich.
Deswegen werden wir auch nichts sagen und dich schweigend verabschieden. Aber sei unbesorgt. Auch wir werden dich immer in Erinnerung haben. Nachtara, Siana. Ich auch. Ich vergesse dich auch nicht. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als du zu uns gekommen bist. Das kann ich unmöglich vergessen. Falls ich dich vergessen sollte, werde ich. Morlord. Hab Dank, Doki. Auch ich werde dich bestimmt nicht vergessen. Und auch die anderen aus Raststadt nicht. So ist es doch, oder, alle miteinander? Ja! Es war Ronis und all die anderen. Es ist bitter, Abschied zu nehmen, nachdem du extra in unsere Welt gekommen bist. Aber wir vergessen dich nicht, also denk auch ab und zu an uns, Doki. Doki, alles Gute. Wenn du ein Haus haben willst, sag einfach Bescheid. Für dich kommen wir auch bis in die Welt der Menschen. Ihr alle seid meine Freunde. Doki, konntest du alle hören? Alle sagen, dass sie dich nicht vergessen werden. Selbst wenn du morgen von Licht umhüllt wirst und aus unseren Erinnerungen zu verschwinden scheinst. Wir werden dich auf keinen Fall vergessen. Selbst wenn wir dem Schicksal die Stirn bieten müssen. Wir werden uns alle daran erinnern, dass du von uns allen am härtesten gekämpft hast. Deswegen können wir dich gar nicht vergessen. Und werden es auch nicht. Vielen Dank, Doki. Für alles. Danke, dass du bei uns warst. Lebe wohl, Doki. Alles Gute. Leb wohl! Pass auf dich auf, ja? Teddy, damals hast du gesagt, dass ich immer bei dir bleiben soll, als ich es dir versprochen habe. Bitte, Doki, bleib für immer hier, ja? Alles klar. Echt? Hurra! Ich bin ja so froh. Danke, Doki. Da hast du schon gewusst, nicht wahr? Dass ich dieses Versprechen wahrscheinlich nicht halten könnte. Dass sich unsere Wege eines Tages wieder trennen würden. Und dann schließlich vorhin, als ihr mich direkt angeschaut habt. Eure Gesichter. In euren Gesichtern konnte ich es sehen, Teddy. Ich bin ganz sicher, Teddy, all meine Freunde, ihr habt mich nicht vergessen. Ihr erinnert euch an mich. Ihr habt zudem nicht aufgesehen, weil ihr wusstet, dass ich es bin. Um mir Lebewohl zu sagen. Ihr habt euch dem Schicksal widersetzt und euch eure Erinnerungen bewahrt. Teddy und ihr anderen, ihr erinnert euch noch an mich. Teddy, meine Freunde. Jetzt kommen schon die Credits, alles klar. So, Leute. Und jetzt kann ich alles loswerden, was ich zu diesem Spiel loswerden möchte. Es ist Mystery Dungeon. Mystery Dungeon ist tatsächlich eine meiner Lieblings-Spin-Offs. Und die Dungeon-Art und Weise hat mir auch sehr gefallen. Wir kommen erstmal zu den positiven Dingen, ne? Positiv finde ich tatsächlich die neue Dungeon-Idee. So, wie sie das umgesetzt haben in verschiedenen Dungeons, dass du einmal so ein Außengelände hast, sag ich mal, und einmal so einen inneren Dungeon. Fand ich sehr, sehr cool. Diese Idee war richtig gut. Hätte man vielleicht noch ein bisschen öfter einsetzen können, tatsächlich, so meiner Meinung nach. Aber an sich fand ich es echt cool. Das war eine sehr, sehr nice Idee. Ich finde die Idee mit dem Paradies, dass du da verschiedene, dass du so ein Aufbauspiel, sag ich mal, hast, finde ich auch okay. Passt meiner Meinung nach aber nicht so wirklich zu Mystery Dungeon. Tatsächlich. Also die Idee ist gut. Vielen wird es auch gefallen, aber für mich ist es nichts. Es ist nichts, was in einen Mystery Dungeon Teil gehört. So, dann hätte man vielleicht ein Pokémon-Spin-Off so machen können oder so. So ein Aufbausimulator-Spiel, Pokémon-basiert. Keine Ahnung. Aber gehört, wie gesagt, für mich nicht unbedingt zu einem Mystery Dungeon Teil. Ich fand schade, dass man nur noch dadurch auch nur noch Missionen machen konnte, die solche mit Materialien bringen. Außer, dass du, wenn du dich mit Freunden oder so verknüpfst. Ich habe das Prinzip dahinter nicht so ganz verstanden. ich fand es ganz gut, dass sie ein paar neue Elemente eingebaut haben. Oder ein paar Sachen eingebaut haben mit den Geschenken, mit den... Hier,
Schatzboxen mit den Goldbarren. Dass man TMs öfter nutzen kann, finde ich prinzipiell eigentlich nicht so geil, weil es einfach, es passt nichts so. Ich meine, das haben sie später in den normalen Pokémon-Spielen ja auch gemacht. Und es gehört einfach nicht zu TMs. TMs sind einmalige Attacken. So. Da verlieren die VMs irgendwie ihren Wert. Ich weiß nicht, ob es noch VMs gibt dann. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich es doof. Aber naja. Und ich glaube, das war es prinzipiell schon an den guten Sachen. Na, ich fand die Idee mit den Team-Attacken sehr, sehr cool, tatsächlich. Ich habe sie einmal benutzt, glaube ich. Sonst nie. Aber ich fand die Idee gut. Aber ich glaube, es hat sich auch wieder resettet. Wenn man zu einem Bosskampf kam oder so, bin ich der Meinung, dann konntest du sie nicht wieder einsetzen. Es hat sich nicht übertragen so. Das fand ich tatsächlich etwas doof. Weil sonst hätte ich sie in einem Bosskampf mal genutzt. Also ist aufgespart oder so. Aber ich habe es nicht genutzt. Weiß ich nicht. Aber die Idee war gut tatsächlich. Und ansonsten war es das, glaube ich, tatsächlich sogar. Das Ende hat mir noch sehr, sehr gefallen. Stimmt. So dem Eisturm. Der Kampf gegen Kyurem war ganz cool. Die Idee, dass man den über mehrere Felder verteilt, fand ich auch ganz gut. Aber dann hätte man das nochmal irgendwie offensichtlicher machen müssen. Weil ich wusste jetzt nicht, wo ich angreifen kann, dass ich Kyurem treffe und wo nicht. Tatsächlich. Das war ein bisschen doof, aber die Idee fand ich sehr, sehr gut. Und auch das mit dem Kältekern fand ich eigentlich echt gut. Aber ich hab halt, also, das war doof. Irgendwie. So. Ich fand's dann auch sehr, sehr doof, dass sie den kompletten Damage, den ich vorher gemacht habe, übernommen haben zum zweiten Mal. Hätte man sagen können, okay, die Hälfte davon nimmt man oder so, dass man dann sich langsam rantastet oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das hätte besser regeln können. Auf jeden Fall fand ich das tatsächlich ein bisschen doof, so den Kältekern nochmal zu bekämpfen. Du hast nichts mehr. Ich hatte jetzt zum Beispiel keine Belebersamen mehr, keine Sinebären mehr, nichts, was mich irgendwie aufgepusht hätte oder so. Fand ich ein bisschen doof. Kann auch sein, dass ich unterlevelt war. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, immer alles mitzunehmen. Ich habe auch also an Pokémon und so viel gelevelt etc. Fand ich tatsächlich echt ein bisschen weird, aber naja. Fand ich trotzdem ganz gut das Ende. Jetzt auch wo das Abgehauen und so, dass man nochmal mit dem Frisma und so. Fand ich cool. Ist eine coole Idee. Und es hat mich doch schon ein wenig traurig gestimmt. Mir wären fast die Tränen gekommen, weil, also Abschiede allgemein, ich hasse Abschiede des Todes. Ich hasse sowas. Und da würde ich auch gerne emotional beabschieden. Und das war auch gut verpackt nochmal, fand ich. Und jetzt kommen wir zu den schlechten Dingen. Das restliche Spiel. Es tut mir leid. Ich fand die Story nicht so geil. Tatsächlich. Weil sie war nicht fest. Irgendwie hatte ich das Gefühl. So, ich fand die Idee dahinter war okay, die Umsetzung war nicht so geil. Das Einzige ist, das Spiel hatte 4 Story-Elemente, sag ich jetzt mal. Der Rest war Gelaber, Farming für das Paradies und sonst nichts so. Also du hattest am Anfang so, okay, bau mir eine Base. Bau mir ein Haus. So. Danach Ewigkeiten nichts. So, dann kam zwischendurch mal vielleicht ein bisschen nach Tara-Action und so. Ne? Dann wieder Ewigkeiten gefühlt nichts. So, abgesehen von dem Dungeon erkunden zum Eis-Dings und so. Dann kam das mit Somnium, Trikefale und dann das Ende. Punkt. Das war's. Also, was? 5, 6 Story-Sachen oder so? Die halt alle sofort instant nacheinander kamen. Also wirklich, also ab dem nach Tara da war, sag ich mal, glaube ich, so hatte ich zumindest ein Gefühl, kam alles instant. Alles instant nacheinander. Und davor hattest du erstmal gefühlte 20 Milliarden Stunden nichts von der Story. Und das fand ich sehr, sehr scheiße. Also du hast echt nichts gehabt. Nichts von der Story. So am Anfang. Und ich hätte da schon das Let's Play abbrechen können. Ich hab's jetzt nicht gemacht. Aber im Endeffekt hätte ich es machen sollen, weil es mir dann später auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber dazu komme ich gleich. Also Ewigkeiten zu warten, bis die Story endlich mal vorangeht, fand ich echt scheiße. Das war sehr, sehr kacke. Da hattest du es in dem ersten und im zweiten Teil viel besser. Da wurde so eine gute Mischung hatte man da. Da war das teils so, yo, Story, dann wieder kurz nichts, dann wieder Story, dann wieder kurz nichts und so weiter. Das hat gut aufeinander aufgebaut, fand ich. Aber hier war das so kacke.
aber wirklich kacke. Ich weiß nicht, wie viele Parts keine Story waren, aber ich könnte das mal eben nachgucken. Ich guck mal bis nach Tara kam. Mögliche Paradies, Hilferuf und das, okay. Nach Tara kam in Part 19. So. Ab Part 19 oder so kam nach Tara circa. Also sagen wir mal so, nach einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. Nach sechs Stunden Spielzeit kam dann endlich mal so, ging die Story endlich mal los, und das ist viel zu spät. Meiner Meinung nach. Also tatsächlich, es tut mir leid. Kann sein, dass ihr es anders seht, aber das ist meine Meinung. Müsst ihr nicht teilen, natürlich nicht. Aber, ne? Also großer Kritikpunkt. Story kam viel zu spät und die Story war irgendwie kacke. Also ich fand die Story echt nicht gut. So. Dann, was mich noch sehr aufgeregt hat, waren diese ganzen verkackten Zwischensequenzen, die so unnötig in die Länge gezogen wurden. Also wenn so eine Zwischensequenz eingeblendet wird, okay, das Pokémon sagt dazu was und das dazu, okay, Punkt. Aber doch nicht eine Zwischensequenz, die nochmal einen halben Part in Anspruch nimmt, gefühlt, weil das einfach so in die Länge gezogen wird. Das ist echt nicht schön. Das hat echt keinen Spaß gemacht, dazu zu hören oder das vorzulesen, das zu spielen. Viel zu lange Zwischensequenzen, viel zu unnötig langgezogene Zwischensequenzen. Es gibt noch so viel, ne? Dieses ganze System, also, ich weiß, dieses ganze Spiel. Leb wohl, Doki. Könnte ich pausieren? Ich bin noch nicht fertig. Egal, wie weit wir voneinander entfernt sind. Hallo? Auch wenn wir uns niemals wiedersehen können. Unsere Herzen bleiben immer verbunden. Ich werde immer bei dir sein, Doki. Kann ich kurz Emulator pausieren oder so? Für immer und ewig. So, kurze... Okay, Moment. Damit wir jedenfalls ein bisschen Schriftzug haben oder so. Ende. So, bleibt das jetzt so? Bis ich was drücke? Nein, es geht weg. So, dein Spiel wurde gespeichert und du kehrst zum Hauptmenü zurück. Okay. Ich war noch nicht fertig. Vorher hattest du genug Abenteuer. Soll ich jetzt mal eine Pause machen? Ja, ja. Das war's auch. Also hier ist der letzte Screen. Wir werden jetzt, wenn ich auch weiter spielen würde, klicken würde, würden wir wahrscheinlich wieder in die Welt der Pokémon zurückkehren, weil ist cool und so. Yay, wupp, wupp. Ne? Wisst ihr Bescheid? Es tut mir leid, Leute. Ja. Was, wo war ich denn gerade? Story, Punkt. Ne? Story, Kacke, alles so viel zu spät angefangen und so weiter. War ich gerade. Die Kämpfe. Tatsächlich, die Bosskämpfe waren auch kacke. Sehr, sehr, also nicht echt scheiße, aber sie waren nicht geil gemacht. Also, der erste Kampf gegen Strepoli und gegen Zurokex war schon die Härte, Alter. Holy fuck, wie lange habe ich dran gesessen? Zwei Parts, glaube ich. Das war schon krass. Dann der Kampf gegen Schnurgas und so. Boah, schlimm. Warum auch immer die das so krass gemacht haben. Ich weiß nicht, also fand ich auch nicht so gut gemacht, tatsächlich. Dann das ganze Gelaber tatsächlich. Also ich finde das nicht so schlimm, wenn viel geredet wird, wenn da nicht das eigentliche Spiel in den Hintergrund gestellt wird. Also ich hatte das Gefühl, man hat in diesem Spiel... Wir haben jetzt hier 18 Stunden, sagen wir mal 18 Stunden Spielzeit, ne? Ich hatte das Gefühl, wir haben davon 10 Stunden gelabert, weil ich, also 10 Stunden vorgelesen und 8 Stunden gespielt. Weil das echt, echt viel Gerede war. Und das hat Überhand genommen tatsächlich. Wenn mal eine Sequenz kommt, wo viel geredet wird oder so, da gab es bei Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zum Beispiel auch. Bei Zwölfens, als sie dann in die Zukunft gegangen sind oder so, ne? Auch viel, viel Gerede. Aber hier war es ja eigentlich gefühlt nur. Ich habe das Gefühl, ich hatte wenig gespielt. Am meisten habe ich einfach nur geredet und vorgelesen. Und nein, hat mir nicht gefallen. Mir hat so vieles nicht gefallen, weil kann gar nicht mehr so viel aufziehen. Sonst wird der ganze Part einfach viel zu lang. Rundum fand ich das Spiel schlecht.
tatsächlich. Es gab so einige Elemente, die gut waren, aber grob gesagt fand ich Mystery Dungeon schlecht. Und meine Let's Play Mystery Dungeon Let's Play Reihe endet hier auch. Tatsächlich. Ich habe gedacht, ich werde irgendwann noch Super Mystery Dungeon spielen, aber habe ich keine Lust mehr drauf. Nach dem Mystery Dungeon... Nein. Fand ich nicht gut. Es hat... Wenn mir ein Spiel im Endeffekt keinen Spaß mehr macht, das muss was heißen. Also, es gibt Momente in Spielen, da habe ich wirklich mal keinen Spaß mehr. Aber das Spiel hat mir ab einem gewissen Punkt echt das restliche Spiel über keinen Spaß mehr gemacht. So, das war auch der Grund, warum ich es nicht am Anfang beendet habe. Weil ich da, habe ich gesagt, okay, ich habe kurz meine Phase, wo es keinen Spaß macht, dann wird es wieder besser. Wurde es auch, aber das wurde abrupt wieder schlechter, weil es einfach langweilig und ätzend wurde. Sehr, 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 sehr viel war auch herzusehen tatsächlich. Das mit Somnium und so, irgendwie das mit Keldeo war vorher zu sehen. Vieles war vorher zu sehen. Ich meine, das ist bei Spielen auch normal, aber das war echt irgendwie, ich weiß nicht, viel zu obvious, oder? Empfinde ich das nur so. Also, ja. Würde ich eine Bewertung von 1 bis 10 geben, wäre es 2. Oder 3, wenn es hochkommt. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Es tut mir leid, dass ich viel geraged habe, sag ich mal. Viel das Spiel einfach nur schlecht geredet habe und so weiter. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und wir sehen uns bei das nächste Let's Play-Projekt wieder. Haut rein!